Ja, hallo, der Michel hier. Ich bin hier beim Einschulungsevent beim ASC Potsdam. Ihr seht hier im Hintergrund sind schon die Leihfahrzeuge bereit. Und heute ist hier Einschulung in Brandenburg und wir nutzen das Ganze zum Tag der offenen Tür oder eben wie man halt sagen mag, zumindest um unser Hobby den Kids hier näher zu bringen. Dazu haben wir hier ein paar Leihfahrzeuge. Wenn ihr keine habt, übrigens, könnt ihr auch beim DMC nachfragen und nach Leihfahrzeug fragen. Die haben auch welche. Dann haben wir hier ein paar Preise, ein paar Prämien hier auch vom DMC bekommen. Mützen, Schlüsselanhänger, bisschen Werbung und hier sogar Holzbausatz. So, die Strecke ist dafür auch schon bereit. Ihr seht hier, wir machen hier Kinderfahrschule um die Kegel fahren, damit sie ein bisschen mit den Autos erstmal umgehen können. Dann kriegen sie einen kleinen Führerschein und dann geht es da drüben auf die andere Strecke. Was wir auch haben, sind natürlich hier Flyer, damit die Besucher unser Hobby auch ein bisschen kennenlernen, was dazugehört. Hier zum Beispiel unsere Sportkreise sind da abgebildet. Ja, klar, ein Link zur Webseite vom Dachverband und Ortsverein. Ja, das haben wir noch mal extra mit einer Visitenkarte. Ja, und hier gibt es dann den RC-Führerschein. Wir kleines Areal abgetrennt. Und dort hinten, wenn Sie den Führerschein bestanden haben, gibt es da hinten einen anderen Streckenteil. So, hier werden schon mal die Fahrzeuge vorbereitet. Dürfen nicht zu schnell fahren, klar. Damit die jungen Rennpiloten erstmal ein Gefühl bekommen. So, hier ist das andere Areal. Da können die Kinder auf die Hüpfburg, auf dem Spielplatz. Zum Einschulungsevent. So, ein paar Ausstellungsstücke haben wir auch, dass wir ein paar Fahrzeuge hier zeigen, die wir im Verein haben. Ja, wir hätten vielleicht ein paar mehr noch mitnehmen können, aber zumindest können die sich hier ein paar ansehen. Schönen neuen Pavillon haben wir auch. Und wie gesagt, wir haben hier die Flyer. Und dann geht es zuerst zum RCK-Führerschein. So, ich warte jetzt auf die ersten Kids und Interessenten, die hier den Führerschein machen können. Oh, den Führerschein machen können. Die haben natürlich eine Visitenkarte vom ASC Potsdam, wo die halt dann auch sehen, wohin sie sich wenden können. Dort unten steht irgendwo das Auto. Da, mit dem Auto dürfen sie fahren. Und hinter mir ist die Strecke aufgebaut. Also hier mit den Kegeln. Seht ihr vielleicht jetzt nicht durch das Licht? Da sind Kegel, die müssen durch den Kegel fahren, die müssen über den kleinen Sprung. Und wenn sie keinen Kegel umfahren, kriegen sie ihren Führerschein. Und dann dürfen sie da drüben auf die andere Strecke gehen. Die hat ein bisschen mehr Sprünge. Und dann können sie ein paar Runden drehen mit ihren, ja, mit den Fighterbuggies, die wir haben. Ja, mit unseren Leihfahrzeugen, da können sie gerne mal fahren und ein paar Runden drehen. Ja, das hier vom ASC Potsdam. Wie gesagt, könnt ihr auch nutzen, gibt ihr genug Möglichkeiten, auf ein Volksfest zu gehen oder ähnliches. Volksfeste, Dorffest, Feuerwehr, wenn die irgendwas veranstalten, wenn ein Autohaus was eröffnet, wenn ich sag mal, ein Shoppingcenter irgendwelche Veranstaltungen macht. Vielleicht kriegt ihr ja einen Platz und könnt da das Hobby vorstellen. Nehmt ein paar Leihfahrzeuge mit, reicht ein kleiner Parcours mit Kegeln abgegrenzt und könnt ihr die Kids oder auch Erwachsene fahren lassen. Das ist ja egal. Hauptsache, das Hobby ein bisschen näher bringen, was wir machen, wie wir es machen. Nehmt einen Flyer mit, damit die Leute das mitnehmen können und zu Hause nochmal nachlesen können. Wir warten jetzt hier und werden jetzt hier dann unser Einschulungsevent zu Ende führen oder beziehungsweise erstmal beginnen und dann den Tag hier ausklingen lassen.